Jo, und weiter geht's bei Minecraft View Edition. Ja, es ist immer noch, ihr bildet euch das immer noch nicht ein. Es ist die Wahrheit, es ist kein Traum oder so, es ist Wirklichkeit, dass ich es wirklich bringe. Nein, ist nicht so krass geklungen. Aber auf jeden Fall, ja. Wie kann ich den Anfang am besten zusammenfassen? Wir haben eine schöne Welt bekommen, tatsächlich, oder eine schöne Welt gefunden. Und ja, wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass es eigentlich Tag wird, weil ich mich jetzt in der Nacht ungern raustraue bei vielen Gegnern. Wobei ich noch gar keine gehört habe, tatsächlich. Ich hab's doch auf, ja, kann ich jetzt hier nicht gucken, aber ich meine, ich hätte es eigentlich auf normal dir eingestellt gehabt. Komisch. Muss ich nochmal gucken hier, oder warte mal. Könnte ich nicht tatsächlich sogar. Nee, schade. Hätte ja sein können, dass ich das hier durch diese Uhr, weil durch diese Uhr hier kann man ja sehen, ne, wann Tag ist, aber leider wohl geht das hier nicht. Leider geht dir das ja wohl nicht, ey. Dafür brauche ich schon wohl die Materialien, um das erstmal zu sehen. Aber ich denke mal schon relativ bald, wenn wir tatsächlich dann da hinten hingehen, zu diesem echt coolen Berg, den ich da hinten sehe und den mal dann auskundschafte mit der Mine hier. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber jetzt muss ich erstmal warten, dass es wieder Tag wird. Damit ich erstmal noch ein paar Ressourcen sammeln kann, weil mit 7 Fleisch oder so, die wir dann haben, will ich relativ ungerne da irgendwo hingehen. Geschweige denn ohne irgendwie andere Sicherheit. Oder ist das da hinten eine Spinne tatsächlich? Kann ich durch das Gras schlecht erkennen. Es könnte sich aber sein, dass es da hinten eine Spinne ist. Dann sind da wohl doch Gegner. Aber sonst ist ja eigentlich wenig. Man nutzt ja nicht mal Tag hier. Hier tatsächlich nur Spinnen. Oder beziehungsweise nur Schweine da hinten. Finde ich etwas komisch. Ist dann aber doch keine Spinne. Wird es denn endlich mal Tag hier? Das kann ja nicht sein hier. Komm, gehen wir mal kurz ein bisschen hier lang. Zur Not könnte ich mich ja auch verteidigen. Warte mal, so ging das. Genau, so greift man an, genau. Nein, das ist auch ein Schwein. Ah, aber da drüben sehe ich Gegner, okay. Dann passt ja alles. Ich glaube, da drüben ist tatsächlich Lava, okay. Ja gut, dann bin ich ja zufrieden, dann passt ja alles wohl anscheinend, dann ist ja doch nichts Ungewöhnliches. Die sehen mich aber kommen trotzdem nicht hier hin. Na gut, wenn ihr meint. Wenn ihr meint, dann soll das wohl so sein. Aber okay, so, da drüben war doch auch einer, oder nicht? Könnte ich mich mal gegen den hier zur Wehr setzen. Vor allen Dingen, wenn es jetzt gleich Tag wird, dann verschwindet denn die Ria. Aber irgendwie sind hier tatsächlich keine. Außer halt die zwei hier. Aber ich habe doch vorhin hier einen gesehen. Ich habe doch da drüben gerade einen gesehen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht wieder zu leise, weil ich schon wieder vom Mikro weggehe. Nee, außer dem Zucker da ist hier auch irgendwie nichts. Nee, irgendwie so nicht. Ist hier leider nichts. Schade. Viel Stein hier. Und das ist auch eine Höhle tatsächlich da. Aber ich glaube, da will ich noch nicht so lang gehen. Ich guck mal kurz nach, ob da irgendwas Besonderes ist. Oh, ein kleines Kaninchen. Oh, wie süß. Ein kleines Kaninchen. Ich lasse es mal am Leben. Okay. Ein interessanter Sand kenne ich gar nicht. Und das ist tatsächlich hier eine Höhle. Naja. Ja, will ich aber noch nicht reingehen. Machen wir später. Merke ich mir aber schon mal. Genauso auch wie das Zucker, welches hier gibt. Ansonsten gucken wir mal weiter.
Auf die Karte gucken. Oh, nicht an den Kaktus gehen. Nicht wehtun. Ah, ich weiß, ich bin nett und verschone das. Dann sollst du dich aber nicht selbst verletzen. Das wäre nicht so schön. Das wäre ja ganz und ja nicht schön. Muss ich auch dazu sagen, das habe ich ja auch noch gar nicht erzählt, da, wenn mir gerade dieser Pilz so da ins Auge sticht. In dieser anderen Welt, da, die ich gemacht habe. Okay, das ist auch mal sehr schick, da, wie der Baum hier steht. Hatte ich auch noch gar nicht erzählt, ja, als ich diese eine Welt da gemacht habe. Ist mir das doch tatsächlich so passiert. Das ist wahrscheinlich auch nur Kies, ja, kann sein. Dass da so ein komisches Gebiet da gewachsen ist, wo auch tatsächlich so Riesenpilze wachsen und dass das so komische Kühe gedeihen. So Pilzkühe. Also an die konnte ich mich auch noch nie erinnern, aber finde ich auch mal krass. Pilzkühe. Auf was die da für Ideen gekommen sind. Alter Schwede. Ach, das ist auch ein Wolf. Ich dachte schon, oh, aber hier sind Kühe. Könnten Leder geben. Aber gut, das bringt mir eigentlich Leder. Jetzt nicht so eine gute Rüstung. Aber gut, was es da eher bringt, dann für so Bücher. Und ich meine, dass man das da so... Gut, was ist ja gut, Dekorationen. Aber sonst, ja, so war das ja, war so. Dann muss man gucken. Boah, die ganzen Eichen. Ich höre Schaf. Ich höre ein Schaf. Da ist das Schaf. Könnte ich mir... Ich hoffe, hier ist noch mehr, aber dann nehme ich mir erstmal die Kohle hier mit, wenn sie so schön auf dem Servierteller liegt. Nehme ich mir da mal mit. Das sollte ja wohl sicher sein. Und so weiter und so fort, denke ich mal so. Und dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Bitte noch zwei Schafe, das würde ich schön finden. Auch immer das Huhn ist. Das hat im Übrigen auch mal Stil, irgendwie diese Gegend hier. Der Pilz erstmal. Ich höre Feuer. Was, als hätte ich hier Feuer gehört? Es hat irgendwie geknistert. Warum habe ich hier Feuer gehört? Auf jeden Fall ist hier nochmal eine Höhle mit nochmal Kohle. Also, dass ich jetzt schon am Anfang so viel Kohle habe und das Schaf habe ich gesehen. Müsst ihr mir jetzt nicht schreiben, da war doch ein Schaf. Ich habe es gesehen. Welches von dem Hund umgebracht wird. Dann kann ich ja nichts für. Dann kann sich niemand bei mir beschweren, das war der Hund, nicht ich. Ich frage mich, woher gerade das Knistern kam. Es wird auf ewig ein Rätsel bleiben. Na gut, vielleicht nicht auf ewig, aber... Vielleicht nicht auf ewig, aber zumindest für einige Zeit. Für einige Zeit. Sehr schön, dass das dritte Schaf. Gut, dann habe ich jetzt auch ein Bett, was ich mir machen kann. Das ist gut, weil damit kann ich nämlich die Nacht überspringen, weil... Ja, wenn immer die Gegner da kommen, dann ist das doof. Oh, hier ein kleiner See. Schick, schick. Ein schicker kleiner See, wie es mir scheint. Bin auch so gespannt, ob mir auch irgendwas einfällt, was man so schönes bauen kann. Das kann man ja auch mal so machen. Eine gute Orientierung habe ich ja auch tatsächlich. Hier immer dieser Tafelberg da oder wie auch immer jetzt heißt. Ich weiß es ja nicht. Nimm das ja im Voraus auf und deshalb kann ich euch nicht sagen, wie der jetzt genau heißt. Aber ihr habt es bestimmt geschrieben, könnt ihr mir vorstellen. Boah, ich habe eine Kohle gesehen und die bringt mich tatsächlich zu richtig viel. Boah, alter Schwede. Also da bin ich jetzt erstmal gut versorgt, würde ich sagen. Das auch nochmal. Da ist der ja auch nochmal. Schick, schick, schick. Dann sind wir ja da, was das angeht, erstmal versorgt. Weil wäre noch krass, wenn ich hier auch noch tatsächlich Eisen finde. Aber das sieht mir tatsächlich nicht aus. Aber hier ist schon wieder Kohle.
Das ist ja mal richtig, richtig krass hier. Also ich glaube, wie viel haben wir jetzt schon? 43 mit den 20 oder so haben wir jetzt schon fast 60. Also, das sieht jetzt erstmal in Ordnung aus. Das sieht dann ja wohl erstmal in der Ordnung aus, ey. Mal nochmal hier drüben nach, ob hier noch was ist. Und dann, ja, also es ist schon auf jeden Fall echt eine coole Sache hier. Auch ein Sumpfgebiet, okay. Eine Sumpfgebiete. Ja. Hat Stil, muss ich echt sagen. Hat Stil hier. Hat sie ziemlich viele Stil. Da lässt sich doch echt was Schönes draus machen. Und der Wolf, der denkt sich so, komm runter. Aber ich lasse euch bald meine Ruhe. Wie die dann die Zähne dann da so von denen sind, das ist nicht richtig krass. Deshalb würde ich euch auch empfehlen, keine Wölfe anzugreifen. Das wäre keine gute Idee. Wenn ihr nicht qualvoll sterben wollt und nicht die passende Bewaffnung habt. Was ist das? Eine schwebende Insel. Jetzt geht es aber los. Eine schwebende Insel. Alles klar. Jetzt geht das aber los hier. Eine schwebende Insel. Eine schwebende Insel, genau. Das sieht man aus wie so ein kleiner Fluss hier. Okay, ist das echt eine schwebende Insel oder war das noch nicht gerendert? Nee, sieht tatsächlich aus, als sei das da oben eine schwebende Insel. Gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. Das ist tatsächlich eine schwebende Insel. Genau, vielleicht gucke ich mir die mal an irgendwann. Wenn mir da die Laune dazu, da die Laune zaubert, wie viel Kohle da schon wieder ist. Ach, Alter, eine schwebende Insel, genau. Aber gut, da drüben auch, oder wie mir scheint. So viele schwebende Inseln. Aber gut, bevor es dann Nacht wird, gehe ich mal wieder zurück. Und da wollen wir mal so ein bisschen mal schauen hier, dass wir alles hier so einsortieren. Unsere Beute, unseren kleinen Beutezug. Wo ich auch noch heute viel mehr holen können, aber passt ja für den Anfang auch erstmal. Würde ich so sagen. Ach, hier ist auch noch eine Höhle, oder? Oh. Ja, hier ist auch noch so eine Art kleine Höhle. Okay, merke ich mir. Das könnte eine Zuckerinsel sein, mehr oder weniger. Wobei die Kohle, die ich hier jetzt noch im Augenwinkel gesehen habe, die hole ich mir jetzt noch. Die ist ja relativ easy noch. Quasi auf dem Weg. Und ich höre ein Skelett. Das scheint wohl relativ in der Nähe zu sein. Und da es Tag ist, vermute ich, dass es hier irgendwo in der Wand drin ist. Also beziehungsweise halt in dieser Höhle wahrscheinlich. Mal sehen, ob ich es gleich hervorhole, wenn ich hier die restliche Kohle hier hole, weil das ist echt ziemlich laut. Mal sehen, ob ich es gleich hervorhole. Aber mich wird es nicht stören, weil ich ja auch eventuell. Das ist sogar mehr als eins. Das könnte vielleicht sogar so ein Spawner sein, weil es gibt ja auch diese Spawner da, wo dann halt mehrere kommen auf einmal. Noch mehr Kohle. Aber ich glaube, ich gehe da gleich mal wieder weg, weil das wird mir langsam zu gruselig und langsam habe ich auch genug Kohle. Na gut, jetzt ist auch sowieso nichts mehr hier. Okay, dann gehe ich jetzt auch wieder. Aber den Ort merke ich mir, weil hier. Okay, hier ist ein Spawner, definitiv. Das ist das Zeichen dafür, alles klar. Das ist ein Zeichen dafür, okay. Alter, wie viel Glück habe ich denn hier? Also das wird einer der ersten Orte sein, wenn ich ein bisschen, ja. Wenn ich ein bisschen. Okay, habe ich mir wohl eingebildet. Wenn ich ein bisschen, ja, ein bisschen besser ausgerüstet bin. Also, wenn ich noch irgendwo Eisen finde oder so, dann würde ich das gerne noch mitnehmen. Würde ich so sagen. Das war mir klar. Aber das habe ich ja extra gemacht. Damit ich da noch schön den dann noch hinsetzen kann, genau. Und einen schönen Boden wir haben.
Perfekt. Wunderbare. So, dann grillen wir noch mal ein bisschen von dem Fleisch. Leder kommt rein. Und das können wir noch machen. Genau, das können wir ja noch machen hier. Das können wir ja noch ganz gute machen. Ja, komm, die Dinger kommen weg. Die kommen jetzt weg. Ein für alle Mal. Was wollte ich mit denen jetzt noch machen? Naja, auf jeden Fall noch so eine Stein. So eine. Ob ich mit einem Steinding da zurechtkomme, ich weiß es nicht. Mit einer Steinding, ob ich damit schon zurechtkomme, ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Da muss ich echt mal gucken. Ich will doch nur das Fleisch essen. Dankeschön. Da muss ich dann echt mal gucken. Aber wo spannend sein. Ich glaube, das mache ich sogar im nächsten Part dann direkt. Und jetzt weiß ich auch noch, was ich mir auch noch machen wollte. Deshalb habe ich mir auch diese Sticks gemacht, die ich jetzt natürlich schlau, wie ich bin, eingelagert habe. Ich wollte mir noch Fackeln machen. Aber wird schon im dritten Part schon ziemlich heftig werden. Würde ich so sagen. So, das sollte dann erstmal für den Anfang reichen an Fackeln. So, genau. 72 Stück, die wir dann erstmal haben, das sollte dann erstmal für den Anfang reichen. Ich kann mir auch noch das Bett machen, das ist gut. Das machen wir uns natürlich auch noch direkt. Perfekt. So, und dann kann ich jetzt hier erstmal die Nacht überspringen oder soll ich das jetzt noch machen? Oha. Ja, komm, ich werde es jetzt machen. Ich muss natürlich dann halt höllisch aufpassen gleich. Wobei, in der Zwischenzeit kann das Fleisch hier noch köcheln. Und dann ist es soweit. Ich habe ja nicht so viel zu verlieren. Höchstens halt die Werkzeuge und das Fleisch. Aber das kann ich mir auch bei Gelegenheit nochmal holen. Okay, im zweiten Part die erste Action zu Beginn des Parts. Mal sehen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ich gehe mal von zweiterem aus, dass es keine gute Idee ist, was ich hier jetzt machen werde. Aber wir werden es sehen. Aha. Alles klar. Frag mal nicht nach, wo der herkam. Also mit einem Creeper habe ich jetzt, wie gesagt, nicht gerechnet, aber okay. Ja, der zweite Part und ich stirb schon. Also, das ist doch geil. Also, ich find's cool. Ich habe den gehört, dass er sich gezündet hat, aber ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Ich habe definitiv keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Aber okay, jetzt sogar ein bisschen was von dem Baum weggeholzt. Komisch. Naja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Aber das soll mir jetzt erstmal egal sein. Ja gut, ihr denkt, wenn man jetzt das schon sehen kann, dann denkt man bestimmt jetzt nur so, das kann doch nichts werden. Das kann doch nichts werden. Wo ist die Axt hin? Oder diese eine Spitzhacke, wobei die war ja eh halb kaputt. Von daher kann mir das auch egal sein. Oh Gott. Ja. Oh oh, oh oh. Schnell zumachen. Zumachen, sonst kommen die da alle raus. Lass mich da doch nur diesen scheiß Block hinsetzen. Oh, du blödes Drecksaus. Jetzt kommen die bestimmt gleich alle raus. Oh, das wollte ich so nicht machen. Ich muss jetzt echt aufpassen hier. Ich muss jetzt höllisch aufpassen, dass die gleich hier nicht alle rauskommen. Wenigstens kommt er jetzt hier hin. So, jetzt habe ich erstmal wieder zu verbarrikadiert. Ich muss es jetzt nämlich taktisch machen, so ein bisschen, weil ich habe keine Lust gleich, dass die da alle rausgestürmt kommen. Deshalb mache ich jetzt mal so ein bisschen von oben. Deshalb mache ich das jetzt mal ein bisschen von oben. Deshalb werde ich das jetzt mal ein bisschen von oben machen. Ich muss jetzt echt gucken, dass da gleich nicht hier die ganze
das gibt's doch nicht hier. Ach, jetzt komme ich hier auch nicht raus. In dieser blöden, dreckigen Erde hier. Direkt unter dem Baum, alles klar. So. Auf jeden Fall ist das jetzt auch eine gute Art, Erfahrungspunkte zu farmen. Vor allem, weil die sich jetzt auch noch selber killen. Ah, ich habe so einen Vorteil jetzt hier, so einen leichten Vorteil hier. Gut, natürlich wird am Ende einer überleben, das ist mir klar, aber... Ich mach mal da meine Fackel schon mal hin. Damit dürften die nicht mehr so schnell spawnen. Ich darf nicht mal mehr meine Fackel rausholen, ist das nicht cool? Oh, wie viel das stört, wie viel das dann werden, ey. Oh, oh. Die kommen hier nicht raus, ne? Nee, die können da nicht raus. Oh Gott, ey, das werden dann auch so viele. Deshalb mag ich das eigentlich. Mag ich solche Spawn eigentlich überhaupt nicht. Und ich sehe schon, ich werde gleich überziehen. Daneben. Oh, wie viele das sind. Und das werden nicht weniger. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass sie mich gar nicht beachten. Vielleicht zerstöre ich einfach den Spawner. Das könnte ich natürlich auch machen. Jetzt beschießen die sich sogar gegenseitig. Aha, habe ich einen Vorteil. Aber ich traue mich da nicht durchzugehen. Wobei, wenn sie sich jetzt natürlich nur gegenseitig killen, sollte ich das nutzen. Aus dem Weg. Ich mach schnell das Teil kaputt. Wobei, das mache ich besser so. Oh, geht kaputt. Muss schnell den da kaputt hauen. Ich mache jetzt das Teil kaputt. Okay, es sind keine mehr hier. Ich mach schnell das Ding kaputt. So, jetzt können keine mehr spawnen. Okay. Okay, gut. Ist mir jetzt... Boah, Alter, die ganzen Pfeile hier. Alter, was ist das für ein Beginn hier? Zweiter Part und schon geht's hier richtig ab. Der zweite Part. Alter. Aber ich muss zugeben, ich habe mich eigentlich... Die Skelette haben mir nichts getan. Das war eher dieser blöde Creeper. So, was haben wir jetzt hier? Feines. Oh. Oh. Ja, gut. Das auf das verrottete Fleisch kann ich verzichten, aber... Eisenbarren... Und ein verzaubertes Buch? Nicht schlecht. Gut, also auf das, wie gesagt, auf das verrottete Fleisch kann ich ehrlich gesagt verzichten, aber... Also das finde ich ein Start nach Maß tatsächlich. Und ich denke mal, auch wenn es jetzt eigentlich eine ziemlich gute... eine ziemlich gute Erfahrungspunkte-Quelle gewesen wäre... Nee, wenn hier mir ständig diese blöden Skelette da kommen, nee, hätte ich keine Lust gehabt, deshalb, aber ja, Alter. So nah am Spawn, direkt so ein Teil, also, ich denke mal, so viel Glück, es ist so viel Glück, kann man, glaube ich, eher selten haben, aber okay. Gut, aber dann würde ich sagen, mit diesen Worten, heiliger Schwede, bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. 15 Pfeile, alter Schwede. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wenn wir irgendeine andere krasse Action machen. Ich weiß noch nicht was. Ob das genauso actionreich wird, wahrscheinlich nicht. Aber irgendwann werden wir dann mal uns hier mal diese Mine dann da angucken, würde ich sagen. Weil die ja quasi auf dem Weg liegt. Und so weiter und so fort. Aber ich versuche mir jetzt nochmal schnell einen kurzen... direkten Einblick zu erhaschen. Und hier war doch jetzt Lava, ne? Weil, warum sollte es hier sonst leuchten? Ja, hier ist Lava. Uiuiui. Und eine Spinne ist hier auch irgendwo. Ah ja, stimmt. Ach, jetzt fällt es mir ein. Aus diesen Dingern da, wobei ist das überhaupt so? Nur das ist einfach, nee, das ist tatsächlich ein Minenschacht, ne? Bevor da jetzt gleich irgendwas rauskommt, was ich nicht will. Ja, es ist ein Minenschacht. Alter Schwede, also das ist mal echt krass. Also da freue ich mich schon drauf, das zu erkunden.
Aber gut, ja, aber wie ich schon sagte, weil wegen Spinne, die ich gerade gehört habe, es kann sein, dass in diesen so richtig ekelhafte Spinnen sind. Auf die habe ich keine Lust. Aber gut, was das genau zu bedeuten hat, das sehen wir dann beim nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allen Dingen jetzt das Ende war ja doch recht actionreich im Gegensatz zum Beginn, wo wir da im Haus uns gelangweilt haben. Aber okay. Ja gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Was ist eigentlich das hier? Gelber Ton. Aha, okay. Und ist das oranger Ton und oranger Ton. Okay. Alles klar. Das ist dann roter Ton, oder? Nee, das ist Sand. Okay. Nee, das ist Sand. Roter Sand. Alles klar. Naja, gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn wir irgendwas Krasses wieder machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Minecraft View Edition. Also dann, bis dann und tschüss, euer Jake.